getan hat. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Dana hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Hallo liebe Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, heute mal mit Until Dawn. Das Ganze habe ich schon ein wenig gezockt, ich konnte einfach nicht widerstehen und ich muss schon sagen, dass es dieses Game schon einigermaßen, also was heißt schon einigermaßen, es hat es in sich und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein Let's Play daraus zu machen. Tja, hier müssen wir wirklich aufpassen, denn wir müssen ziemlich viele Entscheidungen treffen. Es geht halt um den typischen Butterfly-Effekt und das trifft bei diesem Game wirklich so ziemlich zu, denn wenn man einen kleinen Fehler macht, dann kann das große Auswirkungen haben. Wir spielen derzeit die gute Beth, das ist die Schwester von Josh und Hannah, die wir gerade ja gesehen haben, die nette Dame mit der Brille. Josh liegt hier verpennt, der hat einen zu viel gesoffen und wir müssen jetzt erst einmal mit Beth die Umgebung hier erkunden, beziehungsweise herausfinden, wo die anderen sind und was hier überhaupt los ist. Was ist denn da so Schönes? Da leuchtet doch etwas. Okay, eine verschlossene Tür, da können wir nicht durch, obwohl es ja unser Haus so gesehen ist, können wir nicht durch unsere eigene Tür. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Gut. Ja, schauen wir uns mal an, was der gute Herr hier gesoffen hat. Ja, das ist ein Jeremiah Crack, anscheinend so eine Art Whisky oder so. Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. So sind die Männer nun mal, die müssen saufen. Die müssen sich beweisen und profilieren, ne? Ja, ich bin nicht so. Ich habe früher mal einen über den Durst getrunken und bin dann irgendwann mitten um 3 Uhr morgens in der Badewanne aufgewacht. Altes Kapitel von mir. Wer bist du eigentlich? Das müsste, glaube ich, wer ist das denn? Ist das Chris? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir finden es heraus. Wir werden es schon herausfinden. So. Ja, ein netter Brief von Mike Hannah. Du siehst in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Smile, Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Huh.
Ja, da ist die gute Hannah abgedüst. Finde ich übrigens eine ganz große Sauerei. Und das auch noch in deren eigenen Anwesen. Das muss man sich mal vorstellen, was die mit der abgezogen haben. Wirklich doch. Also ich hätte dem Typen, glaube ich, die Eier abgebissen. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen Josh wecken oder die anderen suchen. Wir versuchen einfach mal, Josh zu wecken. Und das da hinten ist wirklich anscheinend Chris. Josh! Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Von solchen Späßen halte ich auch nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aufpassen hier. Hilf nicht stolpern. So, den sicheren oder den schnellen Weg. Ich würde sagen, wir nehmen den schnellen Weg, denn es geht immerhin um Hannah. Fußspuren folgen oder den Geräuschen folgen. Wir wissen ja oder haben eher gesehen, dass sich auch draußen jemand mit einer Machete befunden hat. Ich weiß nicht, ob das seine Fußspuren jetzt waren oder die von Hannah. Aber den Geräuschen möchte ich eigentlich nicht folgen. Weil das kann ja gar nicht Hannahs Weg gewesen sein, sonst hätte sie auch da Fußspuren hinterlassen. Egal, wir gehen nach links. Smartphone aus. Marke unbekannt. Egal, Hauptsache wir haben jetzt etwas Licht. Sind wir jetzt eigentlich nach links gelaufen? Ich glaube schon, oder? Wir sind doch den Fußspuren jetzt gefolgt, oder? Ich hoffe mal. Ah, gehen wir mal weiter. Bewegen wir uns ein bisschen schneller. Ja, die Charaktere, die können auch nicht so wirklich rennen. Die können nur so ein bisschen vor sich hinwandern. Also da laufe ich ja sogar schneller, wenn ich mit meinen Aldi-Tüten unterwegs bin. Wobei ich ja mehr bei Pennymarkt einkaufen gehe, aber egal. Wir können auch alles damit schön beleuchten. Hallo? Hallo? Also ist schon ziemlich cool gemacht und interaktiv, auf jeden Fall. So. Das sind diese schönen Totems. Die können eine mögliche Zukunft voraussagen. Also es gibt unterschiedliche Totems, dazu kommen wir aber dann nochmal später. Ah. Na toll, ne? Gerade so dieses Todestotem gleich am Anfang. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich meinen eigenen Tod sehen würde, ich glaube, ja, okay. Ich würde gar nichts mehr machen. Ich würde noch nicht mal mehr Hannah suchen. Da oben brennt es. Hannah! Komm, schrei nicht so laut. Ui. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, da? Verfluchte Scheiße!
Ja, wir sind in einer ziemlich beschissenen Situation, also wir müssen jetzt schnell entscheiden. Ich möchte diesen Typen auf gar keinen Fall anfassen. Ich lasse los. Dr. R.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Also ganz ehrlich, der Typ ist doch irgendwie voll gruselig, oder nicht? Ich meine, allein schon dieses, wie er gegrinst hat, ich finde den so eklig irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hatte noch nie Psychoanalytiker, deswegen weiß ich gar nicht, wie die so drauf sind, ne? Aber der ist auf jeden Fall irgendwie gruselig. Okay, wollen wir uns mal das Bild anschauen? Ja, eine nette Vogelscheuche mit einem wunderschönen Haus dahinter. Also, wo ich das Game schon mal angefangen hatte, da habe ich auf jeden Fall gesagt, dass diese Vogelscheuche komisch ist, beziehungsweise, dass ich mich damit nicht wohlfühle oder so. Weil ich finde die einfach komisch, ne? Also, ich weiß nicht, die löst in mir etwas aus. Ich kann das nicht beschreiben, aber sie ist auf jeden Fall irgendwie an dieser Stelle jetzt deplatziert. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ja, und dadurch, dass sie halt nun mal da ist, bin ich auch ziemlich nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht glücklich, dass da so eine hässliche Vogelscheuche vor meinem Garten steht, ne? Also, ich bin nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Oh. Ey, der Typ ist voll auf dem Trip, ne? Wie er das sagt. Ey, krass. Die Vogelscheuche, ich weiß nicht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich weiß nicht, aber es wäre ja gelogen, wir wissen es ja. Wir wissen ja, dass es die Vogelscheuche ist und ich weiß nicht, ob man hier lügen sollte. Ich verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Ja, irgendwie schon, ne? Aber warum sollte ich da überhaupt hingehen? Ich meine, allein schon diese Frage, warum sollte ich auf irgendeine olle Farm gehen, ja, wenn ich hier so schön in meiner kleinen Bude rumhocken kann? Ich weiß nicht. Ja, wir sagen es einfach klar. Ha. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Würde ich zu dir sagen, ich rufe die Ghostbusters? Nein, ich hätte Angst. Wäre mir egal. Eigentlich, ja, ob ich an Geister jetzt nun glaube, ich weiß nicht, ob ich an Geister glaube. Ich habe schon mal so einige Dinge so auch mir vorgestellt und gesehen, aber ich denke mal, das war alles nur so eine kleine Illusion in meinem Kopf. Von daher weiß ich nicht, ob es mir egal wäre. Irgendwie hätte ich schon Angst.
Spätestens dann, wenn ich in diesem Haus wäre und es wäre nachts und ich würde irgendwelche Geräusche von außen hören, dann wäre das ziemlich unheimlich. Und wir sehen ja, dass das anscheinend wirklich nur Land ist und ein Haus. Das heißt, niemand ist da, außer ich. Also hätte ich schon Angst. Okay. Ich sehe, du leidest unter einer sehr starken Angst vor dem Übernatürlichen. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Bitte denk immer dran. Dies ist nur ein Spiel. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Ja. Okay? Bitte nicht mehr, Dr. Archie Hill. Auf Wiedersehen. Ich suche mir einen neuen Psychoanalytiker. Du.